Heute sind wir in der Hansestadt Hamburg hier im Hotel Fontenay. Und eingeladen hat unser Partner Sivin, der Partner vom VDVO, vom Verband der Veranstaltungsorganisatoren. Und zwei Dinge nehme ich heute eigentlich wieder mit. Das eine ist, wir Veranstaltungsplaner suchen natürlich auch immer nach den absoluten Trends und hippen Veranstaltungsformaten. Sivin hat heute unter dem Motto Lunch and Learn eingeladen zu einem Business Lunch. Und man muss feststellen, auch dieses Format ist nach wie vor sehr erfolgreich. 21 Einmeldungen, 20 waren da, No-Show-Quote sehr gering. Aber das hängt vielleicht auch damit zusammen, und das ist sicherlich das Zweite. Sivin stellt alle Tools rund um das Thema Digitalisierung, Teilnehmermanagement, App-Lösung, auch der digitale Einkaufsprozess. All das war natürlich heute Thema rund um das Mittagessen. Und auch das ist das Thema, womit sich die Veranstaltungsplaner zunehmend immer mehr beschäftigen. Ich fand, das waren heute kompakte, gute 1,5 Stunden und mit einem bisschen Networking zum Schluss. Ich fahre guter Dinge wieder nach Hause und bin froh, dass ich heute für den VDVO dabei sein durfte. Nein, nicht alle brauchen diese komplette Lösung, aber das Sivin-System ist so aufgebaut, dass man es modular lizenzieren kann. Das heißt, Kunden brauchen teilweise nur das Venue-Sourcing, andere Kunden benötigen nur eine mobile App und wiederum andere nur das Teilnehmermanagement. Bei uns kann man wirklich selektieren, was benötige ich, und ich muss auch nur das bezahlen, was ich nutze. Das wird eigentlich sehr gut angenommen. Ich sehe auch immer wieder diesen Weg, der weggeht vom manuellen Prozess zum digitalen Prozess. Einfach nur, weil es das Leben erleichtert. Nicht für den Eventplaner, auch für den Nutzer, für den Teilnehmer, für alle Beteiligten. Also definitiv ist das das richtige Weg. Mittlerweile haben wir ja schon über 300.000 Nutzer, die das System nutzen und wachsen ständig. Ja, beziffern können wir das mit 25%, die man bei der Eventplanung einsparen kann, und kostenmäßig über 15% bis 35% für das Venue Sourcing, indem ich einfach Angebote einfacher miteinander vergleichen kann und nicht die Last von einer zusätzlichen Kommission dem Hotel aufdrücken muss. Man muss natürlich auch das Tool erlernen und bedienen können. Und man kann bei uns ja auch einen Kurs machen, um ein Sivin-Spezialist zu werden. Das bringt einen eher in der Industrie und im eigenen Lebenslauf weiter in der eigenen Karriere. In Bezug auf Teilnehmermanagement, ja, das ist ja das ganze Ziel, dass es einmal natürlich eingerichtet werden soll, aber dann automatisch und automatisiert verläuft. Dass es einfach den Alltag des Eventplaners deutlich erleichtert. Es wird sich alles weiterhin um das Teilnehmermanagement drehen. Wir entwickeln gerade in der Richtung des optimalen Seatings, sodass man auch wirklich verschiedene Setups einbinden kann. Und natürlich immer in die Vereinfachung der Nutzung des Tools. Das ist die große Entwicklung der letzten Jahre gewesen und wird auch weiterhin die Entwicklung der nächsten Jahre sein. Dass der Eventplaner mit wenig Zeitaufwand diese Events verwalten und managen kann und erlernen kann. Ja, es gibt ja schon Mitbewerber, die das anbieten. Wir schauen uns auch solche Optionen an. Es ist nicht immer ein One-Fit-for-All. Das heißt, es gibt sicherlich Eventplaner, die spezielle Bedürfnisse haben, und dann ist es mit einer Live-Buchung schwierig, weil man natürlich gegenprüfen muss, was ist verfügbar, deckt es die Anforderungen ab. Aber ich denke mal, so ein Hybrid aus beiden wird sicherlich entstehen. Ja, der Wunsch an die Digitalisierung im Eventmanagement von meiner Seite ist, dass es ein sehr, sehr weites Angebot gibt, heutzutage schon. Wir benutzen mehrere Programme in der Hinsicht, schon sei es vom Lead-Management-Tool her bis hin zum Teilnehmermanagement, zur Event-App. Es gibt viele Anbieter. Was sehr schön ist, es gibt viele Startup-Unternehmen, die in den Bereich gehen und die dann vielleicht noch nicht das ausgereifteste Tool sind, aber dafür natürlich gerade für ein mittelständisches Familienunternehmen, für die ich tätig bin, von der Preisstruktur total interessant sind. Und das Schöne ist, da kann man noch mitwirken. Da kann man auch mal Ideen mit einbringen, die dann vielleicht auch weiterentwickelt werden. Und das ist wirklich eine schöne Sache, und das gefällt uns sehr gut. Und das können wir halt sehr gut nutzen. Ein bisschen von beidem. Also ich mag gerne das Programm hier, bevor ich die Schulung bekomme, schon mal anschauen und ob ich es intuitiv verstehe. Das ist das Beste. Aber nichtsdestotrotz ist ein persönlicher Ansprechpartner, den man hat, mit einer kleinen Schulung natürlich immer sehr, sehr angenehm. Und vor allem jemanden, dem man Rückfragen stellen kann, wenn man nicht alles direkt beim ersten Mal versteht. Da gibt es definitiv Programme für, die ich auch schon vorgestellt bekommen habe, die sich an sich gut anhören. Aber man muss da halt ganz klar von der Preisstruktur sprechen, die sich für mittelständische
oder auch kleinere Unternehmen einfach nicht rentieren, weil wir dann gerne unser Budget in ein tolles Event stecken und nicht in das Programm und in die App, die das Event dann letztendlich vielleicht noch ein bisschen vereinfachen. Da müssen wir dann tatsächlich noch mit Kopfstärke und Manpower oder Womenpower in dem Fall aushelfen. Und das ist leider noch ein Manko am Markt, dass so ein Tool, was alles kann, eigentlich nur von den Großen abgedeckt wird und dadurch halt auch die entsprechende Preisstruktur hat. Ganz am Anfang eines Events steht ja so die Location-Suche. Genau. Wie machen Sie das eigentlich? Ich mache das tatsächlich meistens über den persönlichen Austausch, weil ich bin gerne auf Netzwerkveranstaltungen, auf der ITB, auf der IBTM, auf der IMEX unterwegs und sammle mir da meine Kontakte. Und dann ist es natürlich schön, wenn man schon mal auf einer Messe zusammen Kontakt hatte, dann mal denjenigen wieder anzurufen und zu sagen, weißt du noch, damals, als wir uns in Barcelona auf der IBTM getroffen haben und jetzt habe ich übrigens was. Und das ist einfach eine schöne Art und Weise. Aber natürlich benutzt man auch den Klassiker der Google-Suche und schaut sich das darüber an. Aber auch dafür gibt es ja mittlerweile mehrere Möglichkeiten, mehrere Portale, die das anbieten, die ich persönlich nicht nutze, weil ich ein Mensch bin, der lieber die Persönlichkeit hat und die Menschen, die man schon kennt, anschreibt oder auch neue Leute kennenlernt, als dass ich das über so ein Portal mache, wo ich dann einfach nur meine Angebote zusammenbekomme. Digitalisierung geht ja ganz schwer voran. Man kann ganze Tagungsräume sofort instant buchen über Portale. Würden Sie so etwas tun? Nein, glaube ich nicht, weil mir da der persönliche Faktor tatsächlich fehlt. Und auch, ich kann mir das Ganze vielleicht auf Bildern anschauen. Ich würde es, Entschuldigung, ich muss sagen, ich würde es machen, wenn ich die Location schon kenne. Dann ja, aber wenn ich das noch nicht kenne und nur von Bildern aus und auch keinen persönlichen Ansprechpartner habe, dann nein.